Drei Spiele, drei Siege in der Quali-Gruppe. Die Grünen aus Wien setzen sich langsam aber sicher von der Konkurrenz ab. Herzlich willkommen bei Dein Verein SK Rapid Wien. Heute mit dem Torhüter, mit dem Goalie der Rapidler, mit Richard Strebinger. Servus. Hallo, danke. Die Leistungen sind gut und die Punkteausbeute ist hervorragend. Warum läuft es derzeit einfach? Ja gut, ich denke, was das größte Geheimnis ist, dass wir das ziemlich schnell abgeschüttelt haben, dass wir es nicht geschafft haben jetzt ins obere Playoff, sondern dass wir jetzt wirklich die Aufgabe angenommen haben, gesagt haben, okay, es ist jetzt so, wie es ist und dass wir das Beste daraus machen wollen, dass wir, wenn möglich, jedes Spiel gewinnen wollen und bis jetzt gelingt es uns ganz gut. Ist das noch immer in euren Hinterköpfen, dass es nicht geklappt hat mit der Meistergruppe oder ist es gelungen, das schon abzuhaken? Na eben, ich habe es gerade angesprochen, also wir haben es eigentlich ziemlich schnell abgehakt, natürlich. Wenn du jetzt ein bisschen länger darüber nachdenkst, ärgert es auch noch immer. Aber den Ärger kann man als in Energie umwandeln. Und wie gesagt, das gelingt uns ganz gut. Und deswegen stehen jetzt schon drei Siege zu Buche. Ein 2:1 gab es am Samstag im Allianzstadion gegen den SV Mattersburg. Ich schlage vor, wir schauen uns die beiden Treffer, die Christoph Knasmüllner und Thomas Murg erzielt haben, noch einmal an. Wie schwierig war es denn, die Mattersburger zu bespielen an diesem Tag? Ja, gerade erste Halbzeit war es nicht ganz leicht, weil sie schon sehr, gerade am Anfang versucht haben, sehr hoch zu pressen, früh zu attackieren. Und das haben sie auch ganz gut gemacht, mit einer sehr guten Intensität, immer wieder im Sprint angelaufen. Haben sie aber dann auch natürlich, ist es selbstverständlich, nicht 90 Minuten durchhalten können. Und deswegen sind wir dann gerade zweite Halbzeit auch besser ins Spiel gekommen. Das Gegentor ist spät gefallen, aber es ist eben ein Gegentor gefallen durch Alois Höller nach einem Gestocher. Vielleicht haben Sie unsere Übertragung ja gesehen am vergangenen Samstag. Ein Gegentor fällt halt manchmal. Ärgert das einem trotzdem, vor allem den Goalie? Ja, auf jeden Fall. Also man will immer zu Null spielen. Es war jetzt auch ganz am Ende. Dann ist es sogar noch mal kurz spannend worden in der Nachspielzeit. Aber im Endeffekt sind wir froh, dass wir drei Punkte mitgenommen haben. Also das ist, steht ihm über allem, aber natürlich spielt man immer am liebsten zu Null. Die Entwicklung der Mannschaft scheint also derzeit zu passen. Wie sind Sie mit Ihrer persönlichen Entwicklung zufrieden derzeit? Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Der Herbst war natürlich sehr, sehr stark, was natürlich auch dem geschuldet war, dass ja doch einige Bälle immer wieder auf mein Tor gekommen sind. aber gut, das gehört dazu im Fußball, im Mannschaftssport, dass man immer wieder Fehler gegenseitig ausbessert. So wird man eine gute Mannschaft. Und jetzt eben ist es ein bisschen leichter, kommen nicht ganz so viele Bälle auf mein Tor, weil die Mannschaft das sehr, sehr gut macht, gerade im ganzen Verbund, auch schon vorn sehr, sehr gut attackiert, den Ball oft sehr weit vom Strafraum weghält. Und ja, deswegen denke ich, kann man mannschaftlich gesehen vor allem zufrieden sein und dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Wie wichtig ist für Sie die Zusammenarbeit mit Helge Peier? Welchen Anteil hat er daran, dass Sie sich gut weiterentwickelt haben? Ja, auf jeden Fall hat er einen großen Anteil. Also er schaut natürlich, dass wir immer wieder neue Impulse setzen im Training, immer wieder was Neues ausprobieren, dass das nicht eintönig wird, dass wir immer wieder neue Reize bekommen und so weiterentwickeln. Und wie gesagt, ich denke, man muss nur auf die Leistungen schauen, dass man sieht, dass die Arbeit sehr gut ist. Am Samstag waren sogar zwei Vorgänger von Ihnen als Rapid-Goalie im Stadion und Gerhard Grabert hat mit beiden nach dem Spiel gesprochen. Die Fans feiern ihn, er hat sich zur Nummer 1 gefestigt, ist in der Nationalmannschaft. Deswegen hat er einen sehr großen Stellenwert. Aber nicht nur, was er im Tor verkörpert, sondern was er mit seiner Körpersprache, wie er drinnen steht. Das ist schon Führungsspieler-like, das bekommen alle mit, auch die Spieler. Und es funktioniert, es funktioniert. Hat er den Plafond erreicht sozusagen? Ist er auch im Nationalteam oder sehen Sie doch noch viel Entwicklungspotenzial? Ja, das habe ich schon vor einigen Monaten einmal gesagt beim Ricci, kann man den Plafond noch nicht so wirklich sehen. Man kann viele Torhüter einschätzen, man kann es irgendwie auch wissen, wie weit es gehen kann. Das kann man beim Ricci nicht wirklich machen, weil er ein Riesenpotenzial hat, was alle Fähigkeiten betrifft, aber auch sein Körper, wie er tagtäglich einfach als Profi lebt. Und das ist schon phänomenal. Ich muss sagen, Ricci, was ich die Spieler gesehen habe, spielt sehr gut, ist eine wichtige Stützpunkt für die ganze Mannschaft. Das ist auch super, dass er in der nationalen Mannschaft ist.
Und ich glaube, momentan ist er der beste Spieler des SK Rapid. Hat er sonst irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Macken? Was ist er denn für einer? Er ist einfach ein richtig guter Mensch, ein super Familienvater und lebt für den Sport. Er liebt es, im Tor zu stehen. Und Macken. Mir gefallen Macken. Ich habe gern Leute mit Macken, weil ich habe ja auch einige. Einen Torhüter ohne Marken gibt es ja gar nicht. So sagen zumindest die Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Stimmt das? Ja, ich denke, Stormer muss ja generell speziell sein, weil du doch für dich selber trainierst. Also du bist ja nicht nur im Mannschaftstraining eingebunden. Deswegen wirken wir vielleicht dann gerade für den Rest der Mannschaft ein bisschen eigen. Bei Macken fällt vielleicht dem einen oder anderen Rapid-Fan diese Kriegsbemalung ein, die sie getragen haben vor dem Spiel oder beim Spiel gegen die Glasgow Rangers. Das hat ja auch wirklich richtig gut ausgeschaut. Hatte das einen ganz einfachen Grund, weil dort das Flutlicht tiefer steht? Oder war es eine Kampfansage? Nein, es hat schon den Grund gehabt, eben wegen dem Flutlicht. Also mir ist es dann, ja, ich schaue einfach nur, dass ich es optimal aus mir rausholen kann. Beim Abschlusstraining ist uns aufgefallen, dass halt das Flutlicht genau bei Eckbällen halt auf der Höhe ist, wenn ich halt abspringe, dass das genau immer blendet in dem Moment. Und dann hat unser Teammanager sogar noch am Tag vor dem Spiel das irgendwo auftrieben, so einen schwarzen Stift halt, der halt auch hält, wenn es regnet oder wenn man schwitzt. Und ja, da geht es einfach nur darum, dass man die optimale Leistung rausholt. Wir haben es dann beim Aufwärmen probiert, das war gut. Und wenn dann auch ein paar in der Mannschaft gelacht haben, war mir das ziemlich wurscht, weil ich wollte einfach nur erfolgreich sein. Ja, und dann gibt es natürlich zusätzlich zu dieser Kriegsbemalung, man sieht es auch auf dem Foto, nach wie vor diesen Helm. Sie sind schon 100-mal über diesen Helm befragt worden. Wird er bleiben? Ja, also ich gehe davon aus, dass ich den meine ganze Karriere eigentlich aufhaben werde. Also es ist damit angefangen, dass ich letztes Jahr im Winter, hat es einen Zusammenprall gegeben im Knie von Thomas Schrammel damals noch. Das war, glaube ich, sogar eines seiner letzten Trainings bei uns noch. Hat er sich nochmal Gebühren von mir verabschiedet. Dass er mal in Erinnerung bleibt. Ja, und dann habe ich halt da hinterm Ohr einen Bruch gehabt. Und was schlimmer war halt, dass ich dann schon ein paar Wochen lang wirklich einen lauten Tinnitus gehabt habe, weil das Mittelohr verletzt war. Und der HNO-Arzt hat mir damals dann eigentlich erst nachträglich gesagt, wahrscheinlich wollte er mir vorher keine Angst machen, dass das schon fast ein Wunder war, dass eigentlich mein Gleichgewichtsorgan nicht geschädigt war. Also er sagt, normalerweise, wenn man durch so einen Schlag eben einen Tinnitus bekommt, ist das ganz oft der Fall, dass man es zumindest mehrere Wochen oder Monate dann hat, dass er immer wieder schwindelig wird. Und ich habe aber schon, glaube ich, zwei Tage später wieder normal trainiert. Dann eben als Vorsicht mit dem Helm, falls ich halt wieder einen Schlag drauf kriege. Und aus welchem Material ist der? Neopren oder was ist genau, das? Genau, ja, Neopren mit so einer Polsterung, eben, dass er gerade die Gegenden schützt. Und er stört natürlich auch nicht, er ist leicht, er ist luftdurchlässig, also ich fühle mich wohl mit dem. Und sicherer wahrscheinlich fühlen Sie sich damit. Ja, es ist eigentlich darum gegangen, dass ich mir damals gedacht habe, stell dir vor, das war jetzt passiert, nicht vier Wochen vor dem ersten Spiel, sondern zwei, drei Tage vor dem ersten Spiel. Dann wäre ich gleich, das war gleich das Derby, das erste Spiel, wäre ich gleich in wichtigen Aufgaben halt ausgefallen. Dann dachte ich, das muss eigentlich nicht sein, weil ich gerade, ja, gerade in der Zeit, ich kriege ziemlich oft eigentlich Bälle gegen den Kopf, weil ich halt ja, beim 1 gegen 1 immer schaue, dass ich halt sehr aufrecht bleibe und die Hände nicht vors Gesicht nehme. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich jetzt gut mit dem, er stört mich nicht, er stärkt mich eher und ist halt jetzt irgendwo ein Markenzeichen geworden. Werden Sie diesen Helm die ganze Karriere lang bei Rapid tragen oder reizt das Ausland? Ja, also es reizt mir momentan eigentlich sehr die Aufgabe bei Rapid, muss ich sagen. Und es ist eine riesige Aufgabe für den größten Verein in Österreich zu spielen und spielen zu dürfen vor allem. Und auch ein wichtiger Teil des Vereins und der Mannschaft zu sein. Und der Rest, ich sag, man kann im Fußball, das ist so schnelllebig, kann man niemals nie sagen. Aber jetzt zurzeit eigentlich gibt es für mich eben nur zwei Ziele. Das ist im unteren Playoff eben Erster zu werden und dann natürlich der 1. Mai den Titel nach Wien zu holen. Sie haben Vertrag bis 2022, aber wenn natürlich ein Club zum Beispiel aus dem Ausland viel Geld bietet, dann wäre Rapid möglicherweise verhandlungsbereit. Welches Land würde Sie da am meisten reizen? Ja gut, das ist heute jetzt Zukunftsmusik. Natürlich, muss ich sagen, interessieren mich schon die großen Ligen. Sind natürlich, glaube ich, für jeden Fußballer einfach interessant. Also das spricht jetzt nicht nur für mich, sondern halt generell für alle Fußballer, dass Ligen wie Deutschland, England, auch Spanien, Italien einfach einen gewissen Reiz haben. Wenn man das von klar auf sieht, wenn man die Mannschaften in der Champions League spielen sieht. Aber wie gesagt, das ist alles ja, die Zukunftsmusik. Und die Gegenwart ist, dass wir am Samstag nach Altach fahren und
dann noch weiteren zwei Bundesligaspielen eben das Cupfinale haben. Und das ist einfach das, was mich zurzeit interessiert, für das ich brenne, für das ich jetzt jeden Tag hier trainiere, weil ich endlich einmal im Erwachsenenbereich einen Titel gewinnen will. Dann bleiben wir jetzt einmal auch bei diesem Cupfinale. Am 1. Mai wird eine große Völkerwanderung einsetzen aus der Bundeshauptstadt in die Kärntner Landeshauptstadt nach Klagenfurt. Was ist da möglich? Ich denke, dass viel möglich ist. Also wir haben schon gesehen, dass wir Salzburg schlagen können dieses Jahr. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir das abrufen, was in uns steckt, dass wir das wieder schaffen werden. Natürlich auch mit dem Rückhalt durch die Fans, die da möglicherweise oder ziemlich sicher die Überzahl haben werden im Vergleich zu den Rot-Weißen aus Salzburg. Auf jeden Fall. Also wir haben es ja schon vor zwei Jahren gesehen, wie wir im Finale waren und leider es knapp nicht geschafft haben, dass das eine ungeheure Stimmung in dem Stadion war. Also ich muss sagen, natürlich, auch wenn es für viele Fans das Happelstadion jetzt natürlich leichter, gerade für unsere Fans gewesen wäre, wenn das Auswärtsstadion geworden wäre. Aber wenn ich mich zurückerinnere eben an Klagenfurt, wie das damals war, dann habe ich mich eigentlich schon gefreut auf Klagenfurt, weil es auch ein sehr enges Stadion ist, wo es wirklich brennt. Und ich bin überzeugt, dass unsere Fans das Stadion wirklich zum Beben bringen werden und auch, dass wir das mit der Leistung am Platz genauso machen werden. Ich möchte noch kurz über das Nationalteam mit Ihnen sprechen. Wie sehr wurmt es Sie, dass Franco Foda bisher immer Heinz Lindner den Vorzug gibt? Na, wurmen gar nicht. Natürlich, wenn man dann im Nationalteam ist, dann will man, ist das nächste Ziel natürlich die Nummer 1 dort zu sein. Aber das ist immer die Entscheidung des Trainers und ich verstehe mich mit dem Heinz sehr gut. Also, das ist so, dass beim Tormann dauert es immer ein bisschen länger, muss man immer Geduld bewahren und man muss einfach beharrlich Leistung abrufen und den Rest, der ergibt sich dann sowieso von selbst. Vielen Dank, Richard Strebinger, für den Besuch im Sky Fußballstudio. Dankeschön. Danke. Liebe Zuschauer, das war dein Verein SK Rapid Wien. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.